Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Tower Defense 5. Und wir spielen heute das Ultimative. Das Ultimative. Wo ist es? Challenger Thief. Auf schwer. Die Männerversion dieser Map. So. Und ich habe das Bedürfnis, diese Map, und ich hoffe, ich werde kein Fail hinlegen, aber es ist so gut gelaufen, Leute. Ich möchte das jetzt ohne Bananenplantage auf schwer probieren. Und das wird echt eine Herausforderung, das weiß ich. Und ja, diese Herausforderung nehme ich jetzt an. Es sind 85 Waves. Es sind Stoßweise dabei. Es sind Keramiks dabei. Es ist alles dabei. Also das heißt, das wird jetzt ordentlich schwer ohne die Plantage. Ich werde mich bemühen, dass wir das hinkriegen. Und ja, ich kann es nicht garantieren, aber wie gesagt, ich werde mich da bemühen. So, das sieht doch bis jetzt nicht so schlecht aus, aber okay, wir sind noch am Anfang. Was wir jetzt natürlich früher brauchen, ist das Affendorf. Na, hoffentlich kommen wir so lange hier aus. Das brauchen wir auf jeden Fall, dass er ein bisschen mehr angreift hier. So, dann werde ich jetzt aufs Affendorf hinarbeiten, so schnell es geht. Dann werden nämlich die Upgrades hier vorne ein bisschen billiger. Wave 9 haben wir. Wie gesagt, ich möchte das ohne die Plantage probieren. Ohne die Bananenplantage und das auf schwer. Das ist normalerweise nicht möglich, weil schwer ist einfach zu schwer. Also da mangelt es dir an Geld ohne Ende. Aber es ist so gut gelaufen, dass ich das jetzt einfach mal probieren möchte. Und ich hoffe, ich versemmle es nicht, Leute. So, wir haben Wave 11 und wir kommen unserer Affendorf. Wir kommen unserem Affendorf näher. So, Wave 13 haben wir hier. Gleich haben wir's. Und dann sind die Upgrades nämlich ein bisschen günstiger. Jawohl. So. Das setze ich jetzt hier so schön in die Mitte, soweit es geht. Und jetzt sind die Upgrades nämlich ein bisschen günstiger hier. Außer bei dem natürlich, weil der ist außerhalb seiner Range. So. Dann werden wir das hier gegen die Stahlbloons nehmen. Ich hoffe, das geht nur aus bis Level 28, aber ich denke schon. So, das wird jetzt ein bisschen hakelig, die Angelegenheit schon. Gefällt mir nicht so gut hier, wie das läuft. So, komm, schieß sie ab. Oh, dann musst du sie abschießen jetzt, schaffst du es? Ja, er hat's geschafft, er hat's geschafft und ich kann mir die Nagelfabrik jetzt leisten. Da kommen sie hin, rechte, linke Seite. Ich überlege noch. Wir nehmen rechts oder links, Leute? Wir nehmen die rechte Seite. Weil zum Aktivieren ist es gut, es haut hier überall die Spikes hin. Und dann nehme ich hier noch eine zweite Farm nachher und da mache ich dann die linke Seite. So werden wir es machen. So, jetzt haut mal rein, Jungs. Schöne Upgrades haben wir ja. Wave 20 ist hier. So, das erste Upgrade habe ich auch. Wave 21. Wave 22. So, du musst jetzt da unten die da schnappen. Jawohl, Wave 23. Ich plane schon gegen die Stahlbloons hier. Das müssen wir gleich haben. Hammer. So, Stahlbloons sind schon mal Roger. Jetzt müssen wir das hier noch machen. Dass wir auch mehr Spikes haben. So, haben wir auch. Wunderbar. Läuft. Dann werden wir hier noch ein bisschen upgraden. Und der Dreierpfeil, der wäre natürlich auch nicht so schlecht. Dann haut er gut rein hier. Und
unser U-Boot. So, der braucht natürlich auch einen schönen Upgrade hier. Schießt der auch noch mit da hinten? Geht es nochmal leichter? Nur gegen Stahlblunts können die nur nichts machen, aber dazu haben wir ja unsere Spike Factory da. Unsere Nagelfabrik. So. Die 810 haben wir auch gleich, dass der da hinten geupgradet wird. Jawohl. So, Wave 34 haben wir. Jetzt machen wir den da langsam mal. Ein paar mehr Nägeln wären auch nicht schlecht, Leute. Sollte ich schnell das dann noch nehmen. Haben wir Wave 37. So, jetzt wird doppelt gepoppt hier. Oh, dann noch mehr Speed hier. Und dieses Upgrade, dass die auch auf die Camouflags gehen. Haben wir auch. Dann werden wir denen die Rakete geben, die eh schon überfällig ist. Dass die gegen die Spikes hier auch was machen können. Also gegen die Stahlblunts meine ich jetzt. Im zweiten auch da hinten. So, jetzt haben wir zwei. Das geht. Welle 42, Leute. Wir müssen uns langsam auf die Bosse vorbereiten hier. Welle 43. Ne, 44 schon. 44. Wir müssen jetzt dringend was gegen die Bosse hier machen. Nächste Runde ist Boss-Time. So, ich hoffe, wir kommen so, wie wir jetzt dastehen, aus gegen den einen Boss. Denn ich möchte jetzt das da nehmen, dass wir endlich mehr Kohle kriegen. Weil wir brauchen die Kohle. Ja? Ich spiele ohne, auf schwer, ohne Bananenplantage. Ist wirklich nicht machbar. Ich habe es oft versucht. Wir haben oft in die Fresse gekriegt. Und wir probieren es hier jetzt nochmal. Welle 47. Na, die kommen eh schon ekelhaft weit hier, muss ich sagen. Das gefällt mir eh schon nicht. Aber okay. Ich muss jetzt da noch ein bisschen durchhalten, Welle 48. Dass wir das da kriegen, aber 49 ist auch nicht so harmlos. Ich glaube, es ist besser, das da zu nehmen auf die Spontane, aber das kann man ja schnell nur klicken und machen zur Not. Bei 49 wird wieder eine Giftrunde, das weiß ich. Welle 49. So, da kommt ein Haufen, Leute. Schafft ihr U-Boote oder nicht? Das ist hier die Frage. Wir schaffen es, wir schaffen es. So, dann kann ich das da nehmen. Sehr gut. Und als nächstes auf jeden Fall den da, Leute. Auf jeden Fall. Sonst gibt es hier aufs Maul für uns. Was haben wir? Welle 50. Welle 50. Welle. Nur immer 50. Oh, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Problem. Da wird ein bisschen was jetzt durchgehen. Ich kann das jetzt nur aktivieren, aber für die paar mache ich das jetzt auch nicht. Ein paar sind durchgegangen, aber ist nicht die Welt. Nur 17 Stück. Ich glaube 260 haben wir am Anfang gehabt. Das geht noch. So. Ich werde das jetzt mal benutzen einfach hier. Dann ist ein bisschen Ruhe hier. So. Wir brauchen auf jeden Fall etwas gegen Bosse. Da nehme ich doch jetzt den. Den guten alten Bloon Chipper, der soll den stärksten raussaugen. Und damit sind natürlich die Bosse gemeint. Gehen wir mal gleich Richtung Boss Upgrade. Noch nicht, aber bald. So, wo sind wir? Welle 53. Bald können wir uns das leisten hier.
Welle 54. So, ich werde das jetzt benutzen hier. Das wird mal ein bisschen zu viel nämlich. So, Boss-Upgrade ist ready. Jetzt haben wir ein bisschen weniger Stress hier mit Bosse. Aber das Stoßweise ist natürlich immer noch ein Problem hier. Versuche es nur zu umgehen, aber es wird schwierig werden. Einmal werden wir es auf jeden Fall benutzen. So. Was könnten wir noch nehmen? Wir brauchen auf jeden Fall nur mehr Tower, Leute. Eine zweite Nagelfabrik, aber die rechte Seite. Und ich überlege gerade, wo. Hier, hier. Ich gebe sie hier hin. Wie gesagt, wir nehmen die rechte, die linke Seite diesmal. Sehr viele Herzen. Ich bereite mich gleich vor, das zu aktivieren hier, falls nötig. Gegen Bosse müssten wir auch noch was machen. Der alleine kommt gegen die Bosse hier nicht zu Gange. Und ein drittes U-Boot wäre jetzt auch nicht so das Verkehrte. Oh, aber sonst geht es schon ganz gut. Also, wir haben eine gute Verteidigung. Aber es ist nicht bombensicher. Wenn da so ein Stoß kommt, dann geht es auf einmal bäm und durch, sehen Sie, ne? Welle 59 haben wir hier. Jetzt aktiviere ich es lieber mal. Sicher, sicher, da kommt nämlich sehr viel. So. Kommen wir gut mit klar. Welle 60. Welle 61. Sehr viele Herzen. Ich lasse die ein bisschen nach hinten kommen und dann aktivieren wir es jetzt. So, dass die hier auch noch ein bisschen was davon abkriegen. Sicher, sicher. So, dann werde ich das hier als nächstes nehmen. Welle 62. So, brauchen wir noch ein bisschen Kohle. Welle 62, bitte. Bis jetzt geht es so halbwegs gut. Ich würde es bevorzugen, ein drittes U-Boot langsam mal. Oh, 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 das ist so ein Stoß. Fuck. Da, oh, fuck. Oh, ich hab's doch gesagt, Leute. So ein Stoß. Oh, habe ich zu spät reagiert? Ich geb's zu. Aber ich würde nicht sagen, es ist falsch. Wir müssen halt in Runde 63 etwas anders machen. Etwas anders machen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das total fail war, was wir gemacht haben. Ich werde das jetzt nochmal probieren. Ohne die Bananenplantage. Und dann schauen wir, ob es diesmal hinhaut. Ich fange jetzt sogar mit der Nagelfabrik hier an, weil es ja wurscht ist, mit was man anfängt. So. Wir werden die U-Boote schon bauen, aber ich fange halt jetzt mit der Banane, Nagelfabrik an. Und ein U-Boot. Nehmen wir auch noch. Als Unterstützung. So, los geht die Party hier. So schnell wie möglich möchte ich die Village haben. Da müssen wir schauen, wie sich das ausgeht. Ja gut, es geht sich auf jeden Fall aus, wenn ich zur Not hier die Hände nachlege. Das geht auf jeden Fall. Wozu haben wir das da? Das habe ich gar nicht. Das ignoriere ich immer ein bisschen, aber wenn wir es haben, warum denn nicht? Ne? Kann man doch verwenden. Das wird ja nicht besser, nur wenn wir es nicht verwenden. Ne? Das ist kein Cheaten, gar nichts. Das hier ist auch nicht Cheaten, Leute. Aber ich würde es gerne einfach ohne schaffen. Ne? So gut halte ich mich. Ob ich es jetzt ohne die Bananenplantage schaffe, das weiß ich nicht. Das ist sehr schwierig auf schwer.
Aber ich werde es diesmal noch versuchen und einen dritten Versuch mache ich aber nicht mehr. Nicht, weil ich aufgebe, aber ich will nicht, dass er heute langweilig wird und jemand dasselbe sieht, nur weil ich mir einbilde, irgendwann schaffe ich es mal. Ne? Also, jetzt machen wir nur einen Versuch ohne Bananenplantage und mal schauen, ob es klappt. Ich werde mich jedenfalls bemühen. So, das können wir uns jetzt leisten. Und jetzt sind die Upgrades auf jeden Fall mal billiger. So, jetzt muss man nur aufpassen, dass man rechtzeitig das andere Upgrade da haben. Gegen die Stahlblunts, das ist nämlich doch wichtig. So. Die dicken Spikes würde ich auch gerne mal haben dann. So, jetzt ist es ein bisschen leichter. Wave 19. Wave 20, 21, 22, 23, 24, 25, es geht vorwärts. Der berühmte Dreierschuss, den nehmen wir uns jetzt. Damage. So, jetzt sind die Stahlblunts da. Gut, ich habe das da oben, aber noch nicht so viele. Aber es sollte reichen. Allerdings müssen wir das erweitern hier, weil sonst es kommen noch mehr Stahlblunts, das weiß ich. Seht ihr, was ich meine? Wave 31. So, das können wir jetzt schön ein bisschen durchraschen hier. Ich habe noch kein zweites U-Boot. Also es wäre mal fällig hier. So, die Rakete haben wir auch. Und jetzt nehmen wir nur ein zweites U-Boot. Das müssen wir natürlich upgraden, weil da hinten kriegt er nichts zu tun, was ja gut ist, weil wenn es mal da hinten ist, dann ist es eh ein bisschen spät, sage ich mal. So, Welle 35 haben wir hier. Welle 36. Welle 37. Welle 37 immer noch. Welle 38. So, wir haben die zweite Rakete. Jetzt können wir das da langsam machen, dass da ein bisschen mehr gepoppt wird. Ein bisschen eine Tech-Speed erhöhen hier, dann die Camouflage, dann noch mehr Spikes und dann passt es schon. So, haben wir's. Auch. So. Hier machen wir jetzt nur die zweite hin. Die linke Seite, das war schon in Ordnung vorher. So, nächste Runde kommt der Boss, Leute. Wave 46, Wave 47, Wave 48, wir nehmen hier das und hier die rechte Seite dann. Haben wir ein bisschen mehr Sicherheit da hinten. Wave 49, Leute. Sehr giftige Wave. Kommen jetzt noch gleich sehr viele Herzen, das weiß ich. Hier nehme ich den Blue Chipper mit dem Boss Upgrade. Der soll den stärksten immer raushauen. Also den Boss. Wave 50.
So, Boss-Upgrade haben wir. Wave 51. Wave 52. Wave 53. Ich nehme so einen Affenpionier hier sogar. Der kann hier seine ganzen Tower aufstellen. Dann nehmen wir dieses dritte Upgrade hier. Das ist auch ganz nett. Sind überall die Tower hier und machen schön Damage. Wave 54. So, dann wird es Zeit, dass wir hier das Upgrade kriegen. Wave 55. Wave 56. 63 ist das Gefährliche. Bis dorthin müssen wir wirklich eine gute Def haben. Das wird ein bisschen knapp werden. Aber wir können es schaffen. Wave 58, Leute. So, jetzt kriegen wir doppelt Kohle. Also 50% mehr. Es geht vorwärts. Es wird stressig, aber es geht. So, den können wir jetzt auch upgraden, dass wir was zum Aktivieren haben, falls nötig. Wave 61, Leute. Sehr viele Herzen. Das nehmen wir gleich hier mal. Sicher, sicher. Wave 62. Nächste Runde ist Partytime. Ich weiß noch nicht, wie wir die aufhalten. Im Moment habe ich da noch nichts, außer das hier zum Aktivieren. Das ist ein bisschen wenig, ich weiß. So geht es auf keinen Fall in die nächste Runde. Schmeckt mir überhaupt nicht. Ich kann das nicht machen hier. So, so sind wir tot nächste Runde. Ich muss mir jetzt was überlegen. Mal kurz nachdenken, Leute. Ich habe eine Idee. Aber das werde ich mir nicht leisten können, einfach auf die Spontane. Wir nehmen so eine Bombe. Der soll immer auf den ersten gehen. Immer auf den ersten ist okay. Und diesen Stun wollte ich eigentlich haben, aber das geht sie dummerweise nicht aus. So, jetzt werden wir das hier aktivieren, sobald dieser Stoß hier rauskommt. Nämlich jetzt. Seht ihr? Das hat uns gerade gerettet. Dieser Stoß hier. Das Aktivieren. Aber es kann sein, dass es nochmal kommt. Und es kommt auch nochmal. Und wenn ich es nicht gleich wieder ready habe, gehen die hier alle durch, ja. Dann wird das nichts. So, jetzt habe ich den Stopper hier. Jetzt stoppt er die. Jetzt geht es schon wieder ein bisschen besser und ich kann es nochmal aktivieren. Jawohl. Also da ist wirklich ein Timing gefragt. Da muss man aber wissen, dass das kommt. Also habe ich vorher ja nicht dran gedacht. So, wir nehmen auf jeden Fall ein drittes U-Boot dann noch. Welle 64 haben wir. Welle 65. Jetzt nehmen wir unser drittes U-Boot. So, die Rakete hat's auch. Jetzt läuft es schon besser. Welle 66. Ich bin da relativ konzentriert, Leute. Darum bin ich ein bisschen ruhiger. Nicht, dass ihr denkt, ich bin tot oder so. Aber ich konzentriere mich echt drauf. Das muss ganz schnell zum Aktivieren gehen, wenn was ist. So, dabei geht es ja nur ganz gut hier. Wir haben keine Bananenplantage und wir spielen auf schwer. Also, es läuft. So, Welle 69, Leute. Ich möchte das hier als nächstes haben. Weil das bringt auch sehr viel da vorne. Wenn da so ein Stoß kommt, muss man da ganz schnell reagieren und da drauf drücken. Das muss einfach schnell gehen. Ansonsten sind die durch und dann war's das. Welle 70. Welle 70.
So, das haut hin. Wir haben aber, glaube ich, genug. Ah, ganz knapp nicht, aber gleich. So, jetzt haben wir das. Super! Welle! Welle, Welle, 71. Welle 71 in the house. Und die Welle 72 rückt nach. So, ein zweiter Bloom-Chipper wäre vielleicht auch nicht so schlecht gegen die Bosse hier. Das werde ich auch machen. Zweiter Bloom-Chipper, den stärksten raus. Extra für die Bosse. Der eine, der packt es jetzt nimmer und die Bosse sind im Moment das Einzige, was mal gefährlich wird. Gut, diese Stoßweisen auch, aber zumindest haben wir einen Stun hier, das sollte helfen. So, komm, gib mal die Kohle, dass man das leisten kann. Jawohl, so, jetzt haben wir zwei Blumenchipper, das muss jetzt vorerst mal reichen. Welle 74. Trotzdem würde ich nur etwas gerne auf Sicherheit hier sein. Und so wie es jetzt aussieht, ist das keine Sicherheit, das ist mal zu wenig. Welle 75. Wenn die mal durchraschen, bam, dann sind sie da hinten. Da ist es zu spät zum Aktivieren. Da muss man gleich drüber bleiben mit dem Mauszeiger. Weil das muss ganz zackig gehen. So, Welle 76. 10 Milliarden Herzen. Da aktivieren wir mal das hier. Das war ein bisschen zu spät. Scheißdreck. Scheißdreck! Verfickt! Punkt! Das habt ihr nicht gehört. Oh nein! Das ist eine Spur zu spät aktiviert. Ich habe extra nur gewartet. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kriegst du graue Haare, Leute. Da kriegst du graue Haare. Aber ich gebe nicht auf. Wir werden es schaffen. Aber wie ich gesagt habe, das nächste Mal nehme ich die Bananenplantage, denn ich will euch nicht zumuten, dass das hier nochmal ein Fail wird. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.